Sony hat mit ihrem neuen Treueprogramm namens PlayStation Stars einiges an Aufmerksamkeit produziert, doch irgendwie war vorher nicht zu 100% klar, was man genau machen soll und vor allem wie. Während einer State of Play von Sony hat man mehr Infos bekommen, wie zum Beispiel, dass man sogenannte Ausstellungsstücke sammeln kann, mit Punkten oder auch Kampagnen. Diese Kampagnen sind Aufgaben, die man wohl innerhalb eines Zeitraums schaffen muss, damit man die Belohnung bekommt. Man kann wohl auch durch Trophäenpunkte bekommen und auch durch gekaufte Games, die dann billiger werden und vieles mehr. Je näher man dem neuen Treueprogramm kam, desto mehr wurde veröffentlicht, gerade weil das System zuerst in Asien startete und man sich so seine Infos ziehen konnte. Jetzt, wo dieses System auch bei uns in Europa angekommen ist, muss ich aber leider sagen, dieses neue Treueprogramm ist momentan wirklich unnötig und keinesfalls so, wie man dachte. Und warum, erzähle ich euch jetzt. Bevor das Video richtig startet, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren könnt, einen Daumen nach oben da lassen dürft und für mehr Support auch gerne ab 2 Euro Mitglied werden und so Livestream-LPs wie Crash 4, Ultra Challenge oder God of War Ragnarök anschauen könnt. Nun genug der Eigenwerbung, schauen wir uns die Stars mal an. Huch, was war das denn? Das neue Treueprogramm von Sony hat schon eine Kleinigkeit direkt zu Beginn, die man eventuell komisch finden kann. Man kann sich nämlich nur über die PlayStation-App bei PlayStation Stars anmelden, nicht mal über die Konsole. Wait, that's illegal. Hat man das mal eben gemacht, wird einem erklärt, wie das alles funktioniert. Man hat nun einen Stars-Level, was so einem Pro-Level neue Vorteile bietet, und aufleveln tut man seinen Stars. Sorry, verschluckt. Sein Stars-Level, indem man spezielle Vorgaben erledigt. Diese Vorgaben sind allerdings immer gleich und ohne Geld ausgeben kann man auch nie weiter leveln, denn man muss immer Vollversion kaufen und eine gewisse Anzahl an mindestens seltenen Trophäen sammeln. By the way, das Gerücht, dass man mit Trophäen auch Punkte bekommt, stimmt somit leider nicht. Schade eigentlich, denn wenn man wenigstens für jede Bronze-Trophäe einen Punkt, für jede silberne Trophäe 10, für Gold 50 und Platin vielleicht sogar 100 Punkte bekommen hätte, wäre der Grind nach den Trophäen noch deutlich besser und hätte mal einen Sinn, aber so... Naja. Was bekommt man jetzt aber eigentlich für die jeweiligen Stufen von PlayStation Stars? Es wird immer in Meilensteinen und Vorteilen unterschieden bei dem System. Die Meilensteine sind genau das, was ich schon erklärt habe. Die Bedingungen, um eine Stufe zu steigen. Bei Stufe 1 ist es das Betreten oder Beitreten, bei Stufe 2 eine Vollversion kaufen und eine seltene Trophäe. Für Stufe 3 braucht man wieder eine Vollversion und 31 weitere seltene Trophäen. Stufe 4, die letzte, ist da ein wenig mehr, nämlich 2 Vollversionen und 87 Trophäen. Wir dürfen nicht vergessen, ne, es sind immer mindestens seltene Trophäen, also keine gewöhnlichen. Die Vorteile aber aus diesen Stufen sind echt nicht so geil. Man bekommt bei der ersten Stufe Zugang zu den Sammlerstücken, juhu, bei Stufe 2 ein Jubiläumsausstück, oder Stück, und bei Stufe 3 ebenfalls ein Jubiläumsstück und ein Geburtstagsstück, ja, was auch immer das ist. Aber Stufe 4, die umstrittene Stufe 4, hat einen Vorteil, der wirklich heiß diskutiert wurde und das auch wirklich zu Recht. Man bekommt neben den anderen Sachen wie Jubiläumsstücke, ja, breit priorisierte Chat-Weiterleitung. Ja, dazu weiß ich auch nichts mehr. Sie behandeln treue Kunden der Stufe 4 einfach besser, wenn es um Probleme geht mit Konsole, Rückerstattung und so weiter. Es wäre ja schon krass, wenn man das nur im PlayStation Plus allgemein hätte, aber man muss für so einen Vorteil auch noch Stufe 4 sein im PlayStation. Mann, Nemesis, schnauze jetzt. Für mich komplett unverständlich, aber man kann bis dato auch noch nicht sagen, wie krass das wirklich ist. Es hört sich nur sehr, sehr unfair an gegenüber normalen Kunden, also normalen Anführungsstrichen, muss es natürlich aber nicht sein. So, das waren die Vorteile. Wie sehen denn die Kampagnen jetzt aus, um die Punkte zu verdienen? Naja, man muss bestimmte Spiele spielen, um welche abzuschließen oder auch bestimmte Games kaufen. Ja, genau, man muss die kaufen mit richtigem Geld. Für diese Kampagnen, wo man Spiele kaufen muss, bekommt man zusätzlich Punkte. Bisher sind es allerdings nur 50 Stück, also nicht wirklich viel. Wie bekommt man noch Punkte? Ja, indem man ebenfalls Spiele kauft. Das ist es. Und sonst so nichts. Toll, ne? So pro 10 Euro bekommt man nämlich 100 Punkte. Heißt, bei einem God of War Ragnarök, wo ihr hier übrigens die Wiederholung als Mitglied in einem Monat anschauen könnt und viele weitere Streams für gerade mal 2 Euro, würdet ihr ganze 800 Punkte für die normale Edition bekommen, weil diese halt 80 Euro kostet. Und bei einem Free-to-Play-Titel wie Rumbleverse, by the way, mein Epic Creator Code ist kostenlos nutzbar und ihr unterstützt mich damit wirklich sehr,
würdet ihr keine Punkte bekommen, da es ja kostenlos ist. Man sieht also, diese Punkte sind rar verdienbar und somit irgendwie sinnlos, was eigentlich schade ist. Was kann man mit diesen Punkten denn jetzt nun eigentlich machen? Entweder man kann Sammlerstücke kaufen, ganze Spiele, die aber wirklich sehr viele Punkte kosten, und dann sind sie zudem noch ausgewählte Titel von Sony. Also nicht unbedingt schlecht, ne? Das auf gar keinen Fall. Aber naja, mit mindestens 6.250 Punkten bei Indie-Games wie Hades und maximal 17.500 Punkten bei Vollpreistiteln wie The Quarry, das ist schon wirklich sehr, sehr viel. Und die neuen Games sind allesamt nur für die PS5-Version, was aber logisch ist an sich, weil ja die PS4-Ära soll mal so langsam untergehen. Und überraschenderweise kann man sogar PSN-Guthaben kaufen. Was? Guthaben? Wirklich? Wow, wie toll und cool! Nein, nicht toll und auch nicht cool. Es gibt momentan zwei Karten, die man kaufen kann. Eine 5-Euro-Karte und eine 20-Euro-Karte. Ja, jetzt ist natürlich nur die Frage, wie teuer sind die denn so? Ja, die 5-Euro-Karte kostet 1250 Punkte und die 20-Euro-Karte 5000. Aber Moment, warum kostet die 20-Euro-Karte denn genauso viel wie die 5-Euro-Karte, wenn man das runterbricht? Denn 5 mal 4 sind doch dann quasi 20 und 1250 mal 4 sind doch auch 5000. Das heißt, es macht gar keinen Unterschied, welche von den beiden Karten ihr kauft. Ihr kommt bei den beiden Preisen auf dieselben Punkte. Das macht keinen Sinn. Und ja, diese 5000 Punkte wären 500 Euro, die man dann in 20 Euro gibt. Ja, macht keinen Sinn, oder? Und klar, man sammelt die ganzen Punkte ja über Jahre hinweg und da lohnt es sich doch safe noch irgendwann mal eine Karte zu. Oh, was? Die Punkte können vergehen nach einem Jahr? Ja, moin. Richtig gehört. Eure ganzen Punkte sowie euer Level-Status verliert ihr nach einem Jahr wieder, also müsst ihr diese Punkte vorher ausgeben. Das ist kein Scherz. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, was ich meine mit dem System, dass ich es an sich sinnlos finde und irgendwie ist es unnötig, I guess. Sony war aber so freundlich, ja, die Ehrenmänner, und die haben das Datum auf den 01.01.2024 gesetzt. Mensch, damit schenken sie uns ganze 2,5 Monate. Was für eine Ehre, ich wein gleich. Okay, aber mal Spaß beiseite. Ich mag dieses System nicht und ich bin kein Fan davon. Vielleicht ändert sich dann noch was in Zukunft und man kann wirklich auch mit anderen Mitteln an die Punkte kommen. Weil alles andere ist wirklich peinlich irgendwie. Ja, sie haben damit geworben, dass man ja richtig coole Sammlerstücke kaufen kann mit den Punkten, die eine ganze Generation von Sony prägt. 25 Jahre zurück. Ey, Digga, ich bin zwar alt und ich liebe Ape Escape wirklich, aber kein Schwanz da draußen will das doch sammeln, weil die meisten keine Verbindung mit einem toten Franchise haben, weil sie das gar nicht erst kennen können. Ja, die Hardcore-Japaner vielleicht, aber wir hier in Europa doch nicht. Dieses Franchise ist so Nische bei uns und momentan kann man sich wirklich nur diese Affen aus Ape Escape kaufen, statt irgendwelche God of War-Sachen, wo ja bald das neue Game kommt. Aber nein, lieber die ganz alten Kamellen rausholen, die eh keiner will. Ja, es hätte so gut starten können und ist bei mir jetzt schon unten durch. Das ist der Wahnsinn. Was sagt ihr über PlayStation? Stars. Ja, selbst den hätte man als Trophäe nehmen können. Suchtet ihr da komplett rein oder ist das für euch ein kompletter Fail? Also schreibt das wirklich gerne mal in die Kommentare, mich würde es echt interessieren, denn ich bin jetzt raus mit dem Thema. Ihr könnt gerne abonnieren, liken und die Glocke natürlich nicht vergessen, denn dann verpasst ihr auch kein Video. Vielleicht sogar auch Mitglied werden für die Stream-Wiederholungen ab 2 Euro und euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Stop. Mann, Schnauze, verdammt!